Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder das Video anschaut. Mein Name ist Mowgli. Ich bin heute sehr hyperaktiv, weil ich habe sehr lange geschlafen. Ich hoffe, ihr könnt es ertragen. Freunde, es gibt Updates. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht mehr in New York. Ich bin woanders und ich werde euch jetzt zeigen, wo ich bin. Wartet. Boom. Oh, scheiße. Fast die Kamera abgerissen. Ich befinde mich gerade in Miami. Party in the club when you hear the sound. When the lights in the club, when the clean club. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Oh, guckt euch mal die Palmen an. Also, Freunde, ich bin nicht mehr in New York, wie ihr sehen könnt. Ich sage euch ganz ehrlich. Also, ich habe New York echt gefühlt. New York war super, super nice. Geile Abenteuer. Aber ich brauche irgendwie Palmen. Also, bei Palmen fühle ich mich wirklich extremst wohl. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, aber was machst du denn jetzt? Freunde, ich bekomme heute mein Motorrad, weil ich bin ein Motovlogger, falls es euch nicht aufgefallen ist. Ich mache Motorradvideos und ich brauche natürlich, um hier nice Abenteuer zu erleben, ein Motorrad. Und das wird mir einfach heute mein Hotel gebracht. Ich würde sagen, bevor wir aber aufs Motorrad steigen, machen wir ganz kurz eine kleine Roomtour von meinem Hotel, weil das ist wirklich sehr, sehr nice, muss ich sagen. Wir starten hier gleich mit dem Balkon. Da ist ein Tisch, da ist eine Couch zum Liegen. Das fühle ich wirklich sehr. Ihr kennt mich, Freunde. Balkone im Urlaub. Super, super wichtig. Abends, wenn es dunkel ist, aber immer noch schön warm. Hier nackt drauf liegen, entspannen, übers Leben nachdenken, fühle ich sehr. Guckt euch mal bitte an, wie fett dieses Zimmer ist. Also, wir haben hier einen komischen Schrank. Wir haben einen Fernseher. Wir haben ein riesiges Bett. Warte. Mitten im riesigen Spiegel. Hier haben wir sogar eine Küche, Digga. WTF. Also es ist eher hier wie so ein Apartment. Da ist das Bad mit einer riesigen Dusche, Regendusche, auch sehr geil. Ja, Toilette, Waschbecken, das war's. Also ich muss wirklich sagen, Hotel gefällt mir ausgesprochen gut. Und das Krasse ist, ich weiß nicht, an was das liegt, aber das Zimmer ist einfach nicht ganz, aber fast halb so teuer wie das New York Zimmer. Und es ist aber einfach viel geiler. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich befinde mich hier gerade in Brickell, heißt der Ort. Das ist quasi so Stadt von Miami, aber schön. Hier ist halt eher so dieses... Naja, Gehobene. Ihr kennt mich, Freunde. Geschäftsmann, Gentleman, Entrepreneur. Gott verdammt, Bruder, hier hat es einfach 34 Grad oder so. Freunde, ich habe gerade das Bike empfangen. Es steht hier links neben mir. Ich setze mich jetzt einfach mal drauf und wir fahren erstmal ein Ründchen. Die Motorradspezialisten werden wahrscheinlich jetzt schon sehen, was es ist. Ich muss euch jetzt aber ganz kurz eine Geschichte erzählen, die sehr, sehr lustig ist. Ich habe ja gerade hier auf den Typen gewartet, dem das Bike gehört. Okay, Moment, wo starte ich jetzt? Das kann nicht sein, dass ich gerade zu dumm bin, um das Bike anzumachen. Ach so. Oh mein Gott, ich dachte gerade, die springt nicht an. Also Freunde, ich habe es geschafft. Oh, der Sound hört sich gut an. Oh. Oh mein Gott, ist sie laut. Okay, also Freunde, jetzt ganz kurz nochmal zu der Geschichte. Ich habe hier gerade auf den Typen gewartet, den das Bike gehört, okay? Und er kam dann so an und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Mein Englisch ist ja sehr, sehr gut, wie ihr wisst. Also ich bin ja auch Mother-Speaker in irgendeiner Art und Weise. Ah, excuse me. Sorry? Excuse me. Also, Digga, wenn das hier so anfängt mit den Frauen, dann lasse ich es einfach gleich bleiben. Sorry? Key Biscayne, this way? Okay, also jetzt nochmal zu der Geschichte. Ich habe mich mit dem Typen da so ein bisschen unterhalten und er hat zwei Bike gebracht. Shoutout, falls du das Video guckst, da kannst du mal kein Deutsch, aber vielleicht guckt das ja trotzdem. Und da hat er so ein bisschen von sich erzählt und hat mir direkt sein Instagram gezeigt. Und er meinte dann so, ja, I'm a motorcycle influencer. Maybe you know Charlina from Miami. Er hat so ein bisschen geflext, dass er sie kennt. Also Charlina, für die Leute, die gerade nicht wissen, Charlina habe ich letztes Jahr hier getroffen, das erste Mal. Und wir haben einige Videos zusammen gedreht. Freut mich, Mowgli. Ich habe auch ein Geschenk für dich in meiner Unterhose. Also, vielleicht werden wir uns auch dieses Mal nochmal treffen. Vielleicht läuft sie mir über den Weg die Tage. Und dann habe ich ihm gesagt, mein Junge, pass mal auf. Du sprichst hier gerade mit dem Godfather von Motorradvlogs. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ey, ich mache auch Instagram und YouTube und so. Und meinte dann auch so, ey, voll lustig, weil ich kenne die auch. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr lustiger Start heute, den Tag. Ich hoffe, ihr fandet die Geschichte genauso lustig, wie ich sie finde. Ich will, dass ihr lacht, okay? Also, Freunde, wir sind unterwegs in Miami. Guckt euch mal bitte an, wie geil es hier aussieht. Und Junge, ich freue mich einfach gerade extremst, dass ich hier mobil bin, dass ich ein Motorrad einfach habe. Wir werden auch gleich irgendwo stehen bleiben und ich werde das Motorrad ganz in Ruhe zeigen. Wir machen jetzt erstmal ein entspanntes Motorrad-Review. Starten einfach locker flockig in den Tag. Lasst uns doch einfach mal die Sonne genießen. Einfach mal die Seele baumeln lassen. Wisst ihr, wie ich meine? Oh! Oh! Ja! Ich glaube auf jeden Fall, das war die richtige Entscheidung. Komm, ich kann es euch ja schon mal sagen, ihr wisst wahrscheinlich sowieso schon, ich habe mir eine Ducati. Wie heißt die jetzt nochmal, Digga? Irgendwas mit Hyper. Hyper-Motorrad oder so? Kann das sein? Gott verdammt, ich weiß nicht mal selbst, wie das Bike heißt. Ist tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, das erste Mal, dass ich das Motorrad hier fahre. Ich glaube, ich bin das Motorrad noch nie sonst gefahren. Digga, der Sound von dem Bike ist aber ganz anders.
Die hat auch niemals gehabt, glaube ich. So wie gefühlt alle Motorräder hier in Amerika. Wenn du dir hier ein Motorrad ausleihst, ich glaube, da ist es wirklich schwierig, eins zu finden, welches noch einen Cut besitzt. Also die haben hier wirklich alle einfach den Cut rausgeknallt, weil es hier auch einfach keinen juckt. Das ist hier einfach komplett egal. Oh, ich freue mich so auf die nächsten Videos, die wir zusammen machen werden. Oh, Bruder, ihr wisst doch schon ganz genau, was ich alles vorhabe, Freunde. Es könnte sein, dass es auch eventuell mal wieder aus dokumentarischen Gründen natürlich in die illegale Schiene, in die Dirtbike-Schiene, die Motorradszene halt hier in Miami geht. Ich sag jetzt schon mal im Voraus, wenn da Polizei inbegriffen ist, ich bin ein außenstehender Dokumentationsmoderator. Ich filme einfach die Szene hier, okay? Also freut euch wirklich auf die nächsten Videos. Oh, guckt euch mal die Palmen an, Junge, sieht das geil aus. Bruder, die geht aber mies ab, Junge. Ich muss an der Stelle mal wieder kurz eine Sache sagen. Ich bin so dankbar, dass ich das, was ich hier gerade mache, machen kann. Also überhaupt, dass ich sowas erleben darf. Und dann noch, dass ich mit so einem Scheiß hier Geld verdienen kann. Das versteht ihr bis heute nicht. Das ist wirklich ein Mysterium. Also an der Stelle, vielen, vielen Dank an euch alle für den jahrelangen Support. What a time to be alive, Freunde. Ich hab euch sehr lieb. Jetzt so auf den ersten Metern feiere ich dieses Bike wirklich sehr. Also man sitzt ultra bequem drauf. Es geht in dieselbe Richtung. Man kann das Bike mit einer Husqvarna 701 oder einer SMCR 96 vergleichen. Und wie ihr alle wisst, habe ich Husqvarna. Und wie ihr alle wisst, kann ich auch Wheelies mit Husqvarna, also einigermaßen zumindest. Und das könnte auch, ich sag, könnte heißen, dass ich eventuell mit dem Motorrad auch gleich einen kleinen Hüpfer ausprobieren werde. Ich weiß nur gar nicht, wie ist denn das nochmal hier in Amerika mit Wheelies? Ist es sehr, sehr schlimm, wenn ich hier einen Wheelie mache oder ist das so halb schlimm? Also gehe ich hier in Knast für einen Wheelie oder kriege ich einfach nur eine Strafe? Ich denke mal eine Strafe, oder? Okay, Freunde, es ist Zeit für einen kleinen Beschleunigungstest. Ich fahre gerade 35 Miles per Hour. Keine Ahnung, wie viel km/h das sind. Wahrscheinlich so 50, 60 km/h. Ich gebe nochmal Stopp. Oh, Baby! Die hat untenrum geisteskrank Leistung. Verhält sich ähnlich wie die 701. Geil. Ist wahrscheinlich ein Viertakter für den Motorrad-Spezialisten. Boah, die hat richtig... Der hat richtig Bums untenrum. Zweiter Test mit diesem Motorrad. Einen kleinen Hüpfer probieren. Oh Gott, was war das? Oh, warte mal, die hat eine Wheelie Control drin. Jetzt ist so die Frage, wie mache ich die aus, Digga? Ich bleib mal einmal ganz kurz hier stehen. Ey, guckt euch mal bitte diesen Ausblick an. Junge. Also die ist jetzt auf Sport gerade, aber wie kriege ich denn jetzt hier diese Wheelie Control aus? Okay, scheiß drauf. Ich würde sagen, wir fahren erstmal weiter, bleiben kurz stehen. Ich zeige euch das Bike und dann kümmere ich mich nochmal um die Wheelie Control. Das ist aber komisch. Also irgendwie, jetzt leuchtet auch die Motorkontrollleuchte. Verdammt, was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, die hat Safe Wheelie Control drin. Nee, doch nicht. Jetzt ist aus. Digga, bin ich irgendwie zu blöd, um Wheelie zu machen. Ich würde sagen, wir fahren hier einmal ganz kurz links rein. Weil das ist nämlich ein perfekter Spot, um euch das Bike zu zeigen. Das ist so dieser Platz, den es in jeder Stadt gibt. So ein fetter Parkplatz, wo alle nachts hinfahren, um zu driften oder um halt Wheelies zu machen. Ich mache sie mal einmal aus und werde euch jetzt unser Motorrad zeigen für die nächsten Tage. Meine Damen und Herren, ich stehe hier vor einer Ducati Hyper irgendwas. Was sagen wir zur Optik? Ich muss euch sagen, ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn man das jetzt so auf eine Stufe stellt mit der SMCR oder einer 701, es ist was anderes. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin immer bei der 701, wenn es um solche Bikes geht, um so Supermotos. Da finde ich die SMCR und die 701 wirklich deutlich schöner. Aber es ist halt mal irgendwie was anderes. Also es ist ein sehr einzigartiges Bike. Sieht man auch wirklich gefühlt fast nie. Also ich weiß nicht, wann ich in Deutschland das letzte Mal so ein Motorrad gesehen habe. Wir haben hier das klassische Rot-Weiß-Schwarz-Design von Ducati drauf. Wir haben Reifen. Wir haben einen Auspuff von Shift-Tech-Kech. Wir haben auf jeden Fall einen Auspuff drauf mit ein paar Kratzern schon. Und ich guck mal hier rein. Das sieht mir nicht nach einem DB-Killer aus, sondern auch nicht nach einem Cut. Fazit von der Optik vom Bike von 1 bis 10. Ich gebe ihm eine solide 7. Jetzt kommen wir zum Wichtigeren und zwar dem Soundcheck, Freunde. Ich mache mal einmal hier kurz im Stand für euch einen kleinen Soundcheck in 3, 2, 1. Oh, jetzt habe ich den Knopf nicht gefunden. Nochmal. 3, 2, 1. Okay, sie braucht ein bisschen, bis sie anspringt. Also das habe ich noch nicht so ganz raus. So hört sie sich schon mal im Stand an. Hört sich mächtig an. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Mein Helm vibriert voll, wenn ich Gas gebe. Also wenn ich den hochdrehe, vibriert einfach mein Helm. Sound wirklich geil. Ich finde aber irgendwie, passt es doch gar nicht zum Bike, oder? Also wenn ihr so ein Bike seht, da erwartet ihr doch nicht so einen Sound, oder? Ich muss euch aber wirklich sagen, Freunde, ich glaube, das war wirklich eine geile Auswahl. Also das Bike für Miami gefällt mir sehr, sehr gut bis jetzt. Okay, Freunde, Update. Ich habe gerade gegoogelt, wie man den Modus switchen kann. Ich habe es geschafft. Die ist jetzt auf Race geschalten. Ich würde sagen, ich knall den ersten Gang rein. Oh, ist aggressiver jetzt, glaube ich, im Race-Mode. Oh ja.
WTF, die ist deutlich aggressiver jetzt im Race Mode. Ich brauche ein bisschen mit dem Bike. Wartet. 3, 2, 1. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass ich zu blöd bin, um das Bike hier hochzukriegen. Gott verdammt, was passiert denn hier? Ah, wieso regnet es denn jetzt, Junge? Ich bin in Miami. Das ist, oh Digga, es fängt gerade wirklich an zu schütten. Ich kann das hier alles nicht glauben. Okay, Freunde, ich bin jetzt gerade ein bisschen gefahren. Ich stelle mich mal einmal hier ganz kurz unter die Brücke. Oh Gott, jetzt muss ich wieder Englisch reden, Gott verdammt. Hi. Hi, how are you? You good? I like your ears. Thank you. Where are you doing, like, wheelies? No. No? Not yet. Not yet. Okay, die sind jetzt wieder gefahren. Ich dachte irgendwie eigentlich, dass ich mich mit den... Alter! Ich dachte eigentlich irgendwie, dass ich mich mit denen anfreunden kann, weil irgendwie haben die mich jetzt hier doch allein gelassen. Also Digga, was sollen die Scheiße hier bitte mit dem Regen? Hier war gerade noch kompletter Sonnenschein. Hier ist doch immer noch Sonnenschein. Wie, wo kommt denn der ganze Regen hier gerade her? Ah, der Regen tut weh! Okay, Freunde, ich würde sagen, aber das war's mit dem ersten Video aus Miami. Sonnige Grüße von mir aus Miami. Ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch auf. Ach, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hey, da kann man. Und tschüss.